dass er eine vulgäre Sprache benutzt, in der viel Schimpf, Beleidigungen und derartiges enthalten ist. Und auch dies gehört zu den Defiziten der Zunge. Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagte, Iyyakum al-fuhsh, meidet die vulgäre Sprache. Und das ist auch so eine Angewohnheitssache. Ne? Viele Menschen haben sich auch diese Worte angewohnt, besonders in unseren Kulturkreisen. Da ist fast kein Satz frei von Mutterschimpfwörtern. Sahih? Oder Dinge, die mit den Geschlechtern zu tun haben. Jedes zweite Wort. Meistens beleidigen sie sich selbst auch oder ihre Familien, aber das ist eine Gewohnheit. Manchmal sagt er zu seinem Sohn, du Bastard. Beleidigt sich ja eigentlich selbst, sei. Jedenfalls derartiges, ein Muslim sollte versuchen, seine Zunge zu reinigen. Seine Zunge gänzlich von Schimpfwörtern zu bereinigen. Und sich von diesem niedrigen Niveau etwas abheben. Und in einem weiteren Hadith sagt der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, der bei Tirmidhi überliefert wird, لَيْسَ الْمُؤْمِنُ بِالطَّعَانِ وَلَا الْلَعَانِ وَلَا الْفَاحِشُ وَلَا الْبَدِي. Der Mu'min ist nicht der, der flucht und der kritisiert, also den Menschen kritisiert, ständig kritisiert, وَلَا الْفَاحِشُ وَلَا الْبَدِي. Und nicht der, der eine vulgäre Zunge hat oder eine vulgäre Sprache hat. Was heißt es eigentlich, eine vulgäre Sprache zu haben? Damit ist gemeint, meistens unangenehme Dinge mit klaren, ausdrücklichen Worten auszudrücken. Ja. Meistens hat das mit, wie gesagt, mit den Geschlechtsdingen zu tun.